den zweiten Satzball für Maljeva im Tiebreak. Williams hatte schon insgesamt 5. Gespielt. 8 beide. Ist zu Beginn der Begegnung angesprochen, ihr taktisches Verständnis, ein Spiel zu lesen, zu erkennen, eine ganz große Fähigkeit, die sie besitzt. Eigener Aufschlag, 9-8 Führung, der Satzball. Der dritte. Der Ball passt. Mit dem ersten Ass gewinnt sie dieses Tiebreak-Spiel mit 10-8 und damit Satz Nummer 1 im Halbfinale von Nizza gegen Venus Williams mit 7-6. Kompliment an die Kämpferin, an das zarte Persönchen aus Sofia, aber sie liefert hier eine klasse Vorstellung ab. Wenn sie sich jetzt mit dem Aufschlag alles kaputt machen würde, der Fehler bei Venus Williams. Und das bedeutet Matchball für Maggie Maljeva. Ist im Aus. Das Spiel ist vorbei. Magdalena Maljeva, die Nummer 20 in der Welt, die gewinnt gegen die Nummer 3, gegen Venus Williams mit 7-6 und 6-4. Und sicherlich nicht überraschend, auch wenn Venus Williams Probleme jetzt zum Ende am Knie hatte, Maggie Maljeva hat klasse gespielt, zu Recht die guten Möglichkeiten genutzt und im dritten Turnier in Folge erreicht sie nach zweimal Halbfinale nun das Finale hier in Nizza. Kompliment an die Adresse der 25-Jährigen. Sie lag schnell 0-3 im ersten zurück mit dem Break, hat nie aufgegeben, gewann diesen Satz im Tiebreaker mit 10-8. Hat wenige Fehler gemacht, hat Akzente setzen können. Über ihre läuferischen Qualitäten brauchen wir gar nicht sprechen. Sensationell, was sie in der dritten Woche in Folge leistet nach Tokio und Paris, wo sie jeweils im Halbfinale raus musste. Ein bisschen müde, ein bisschen überspielt, weil sie zuvor häufig über 3 gehen musste. Hier heute nun erfolgreich gegen Venus Williams. Ein feiner Erfolg für die 25-Jährige aus Sofia. Und damit geht der Weg weiter in der Weltrangliste nach oben. Das erklärte Ziel, das ist klar, Top 10. Dort war sie, 96, bevor 98 die schwere Schulterverletzung kam. Jetzt hören wir mal rein, was Marc Maury zu fragen hat, was er wissen möchte. C'est pas normal. Na klar, es ist eine sehr schöne Saison, fragt er. Ja. Ça va devenir normal. Cette semaine, je joue beaucoup mieux que la semaine dernière. Sie sagt, na klar, ist das nicht normal, was ich hier
was hier läuft. Ich habe in dieser Woche wesentlich besser gespielt als vergangene Woche noch in Paris. Und ich hoffe, das geht so weiter. Und ich hoffe, ich kann auch morgen so spielen. Na gut, zu Beginn des Spiels lagen sie 0-3 hin. Was haben Sie dort gedacht? Na gut, ich habe am Anfang nicht ganz so gut gespielt, nur Wiener spielte zu Beginn sehr stark, sehr druckvoll, machte kaum Fehler. Naja, und ich brauchte so meine Zeit, um in das Match zu finden. Und wenn der Ball nicht so lang war, ja, dann war meine Chance da. Und ich habe wie immer alles versucht zu geben. Ja, das hat letztendlich auch gereicht. Sie haben den Tiebreak sehr gut gespielt. Ja, das ist mein Spiel. Ich kämpfe, bis der letzte Ball gespielt ist. Und ich musste drei Matchbälle abwehren. Aber die anderen erinnere ich mich nicht mehr. Sie haben gewonnen, das ist entscheidend. Glückwunsch nochmal an Maggie Maleva. Wer werden Sie morgen wiedersehen? Gegen wen? Das wird schwierig sein. Amelie Morosmo oder Anke Huber, das findet anschließend statt. Das werden Sie bei uns im News Center erfahren. 23.15 Uhr ist mein Kollege Ralf Klinkenberg für Sie da mit dem Turnier aus Marseille. Wir morgen ab 15.15 Uhr mit dem Finale mit Maggie Maleva und vielleicht mit Anke Huber, wenn sie gegen Amelie Morosmo gewinnen kann. Am Sonntag letzter Woche verlor sie das Finale in Paris. Ich denke, sie ist an der Reihe, diesmal zu gewinnen. Und dann würden wir mit zwei alten Hasen hier morgen das Finale beginnen. Denn Maleva ist 25, Huber 26. Und damit hätten sie es den Jungen mal so richtig gezeigt. Die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben. Also freuen wir uns auf morgen. Das war's für heute hier aus Nizza, aus der Akropolis. Carsten Linke sagt Danke für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Rest, Samstagnachmittag, einen schönen Abend. Und wir hören und sehen uns dann morgen wieder. Genießen Sie die Bilder des Tages. Ihre Halbfinalgegnerin war heute die Bulgarin Magdalena Maleva. Die hatte zuvor schon die Nummer 4 platzierte Russin Dementjeva aus der Konkurrenz verabschiedet, also gut in Form. Williams dagegen die ganze Woche hier mit Problemen. Zudem die Amerikanerin durch eine Knieverletzung gehandicapt. Das sollte Folgen haben. 10-8 im Tiebreak verlor sie den ersten Satz und auch danach wurde es nicht besser für die Wimbledon- und US-Open-Siegerin des letzten Jahres. Sie musste im zweiten Satz ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Danach ging nicht mehr viel. Zur Überraschung des Publikums hier in der Halle auch der zweite Durchgang an die Bulgarin. 6-4 hieß es diesmal für sie. Maleva also morgen im Finale.